Netflix. No, Netflix. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es gibt einen Clip von Husky, den ihr auf YouTube laut meines Wissens nicht finden könnt. Der existiert, glaube ich, nur auf VK und Telegram, wenn ich mich nicht täusche. So, und diesen Clip würde ich mir sehr gerne anschauen mit euch zusammen. Vielleicht mal so ein bisschen den Text analysieren. Ich sag's euch ehrlich, wie es ist. Ich bin kein Husky-Experte. So. Und ich weiß, Husky benutzt sehr viele Metaphern und alles Mögliche, ja, auch Worte teilweise, die sehr schwer zu googeln sind, sagen wir mal so. Deshalb ist es schwer auch für mich, so ein bisschen die Texte zu analysieren, aber trotzdem, wir hören uns das mal an. Und ich glaube, die meisten von euch kennen schon bereits den Song, die meisten von euch haben das schon bestimmt schon gehört. So, aber nichtsdestotrotz, lasst uns mal anhören. Я уйду от тебя. Я потерял кого-то в балочном закулисье, где модницы в острог, так получше зубки лисьи. Меня лизали сплетни, как лезвия крапивы. Были мои песни болезненно красивы. Сука, сколько стоят деньги, сколько стоят слова, и сколько стоят деньги, сколько стоят слова, и сколько стоят деньги, сколько стоят слова, и сколько стоят деньги. Сколько стоит слава, так менялись дни и ночи. Я плакал от экстаза, взрослея в невминозе. На заднем бизнес-классе я был пьян одной лишь мыслью. В окне любой хрущевки поют мои молитвы. Дрыча повтор, как четки, сука, сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, я был пуп земли и полюс. И ось ее вращения, но выплевал свой голос. Отдала в окружение, так устала, устала я. Собаку усыпляли, кого-то потерял я. Скажи мне, не себя ли я. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава. Okay, wir schauen uns den Clip nochmal an. Ich habe mir jetzt gerade einfach den Text durchgelesen, statt den Clip anzuschauen. Ein sehr kurzer Song, tatsächlich. Ja, sehr kurzer Song. Was kostet Geld? Das ist immer so eine gute Frage. Was kostet das Geld? Ich glaube, ein sehr metaphorischer Satz, meiner Meinung nach. Ja, was kostet Geld? Geld kostet Menschenleben, Zeit. Ihr wisst, eigentlich glaube ich, brauchen wir über den Text gar nicht zu reden. Ich glaube, die meisten verstehen, worum es eigentlich hier so gesehen geht. Ne? Aber ich gebe gerade den zweiten Satz in die Übersetzung ein und dann steht hier, was kostet Slava? Ja, ich weiß nicht, was Slava kostet. Da muss man Slava KPSS fragen. Was kostet Slava? Was kostet Slava? Slava kostet ein Oxymiron. Okay. Я уйду от тебя. Я потерял кого-то в полночном закулисье, где модницы в острог, так получше зубки лисьи. Меня лизали сплетни, как лезвия крапивы. Были мои песни болезненно красивы. Сука, сколько стоят деньги, сколько стоят слова, и сколько стоят деньги. Сколько стоят слова, и сколько стоят деньги. Сколько стоят слова, и сколько стоят деньги. Сколько стоят слова. Das Witzige gerade dabei ist, wenn ich das richtig höre, ist das eigentlich ein Drillbeat. Ja, ich hoffe, ich höre das jetzt gerade richtig, aber ich meine, das ist ein Drillbeat. Aber Husky macht das gerade nicht auf Drillart, ja, sondern das ist ganz normaler Rap auf einem Drillbeat.
Aber es hört sich gut an. Es hört sich gut an. Es ist typisch Flow von Husky, ja? Finde ich zumindest. Aber der Beat ist etwas völlig was anderes, so. Так менялись дни и ночи, я плакал от экстаза, взрослея в невминозе, на заднем бизнес-классе я был пьян одной лишь мыслью, в окне любой хрущевки, поют мои молитвы, дрочат повтор, как четки, сука, сколько стоят деньги, сколько стоит слава, сколько стоят деньги, сколько стоит слава, сколько стоят деньги, сколько стоит слава. Сколько стоит деньги, сколько стоит слава. Я был пуп земли и полюс, и ось ее вращения. Но выплевал свой голос, отдал в окружение. Так устала, устала я. Собаку усыпляли, как будто потерял я. Скажи мне, не себя ли я. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава, и сколько стоит деньги. Сколько стоит слава. Ja, es ist eine sehr gute Frage. Was kostet Money? Was kostet das Geld? Ja. Ein sehr tiefgründiger Satz, finde ich zumindest. So, Clip ist, ich finde den Clip gut. Warum der Clip nicht auf YouTube veröffentlicht wird, weiß ich tatsächlich nicht, woran das liegt. Aber der Clip an sich ist sehr, sehr gut. Ja, es gibt noch so einen anderen Clip auf seinem Kanal, den habe ich aber noch nicht gesehen tatsächlich, ja. Ich weiß, der Song ist rausgekommen, ich glaube schon vor 2 Wochen oder so, aber ich habe mir erst quasi heute den Song das erste Mal angehört. So. Weil ich mir tatsächlich unsicher war, ob ich mir das anhören sollte. Denn, wie gesagt, ich bin kein Husky-Experte und Husky zu verstehen ist schwer. So. Deshalb, naja. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt und was kostet, in euren Augen, was kostet das Geld? Und am besten wäre die Frage, was kostet Slava? Wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ciao.